Ja, und damit herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Heute wieder Raft, gleich zusammen mit Akaya. Ich wollte euch erstmal so grüßen, bevor ich mit ihm rede. Ja, Sunny ist heute höchstwahrscheinlich nicht dabei. Der hat heute schon abgesagt. Akaya hatte eigentlich auch schon fast abgesagt. Also, schätzt euch glücklich, dass der Stream noch läuft. Und wir reden jetzt auch direkt mit Akaya. So, jetzt kann ich auch mit dir reden. Sofern du gerade da bist. Ja, bin ich. So, wieder Zeit, auf dem Meer herumzuwandern. Muss ich erstmal einladen. Wir die Schmarotzer ohne Land. Und du musst mich nicht einladen, ich bin schon am Join. Ja, Sunny hat heute schon abgesagt, das sage ich dir jetzt auch nochmal. Also der hat mir geschrieben, der kann heute ist wahrscheinlich nicht. Also heute wird es ein Shining Arcaya Abenteuer. Was wäre eigentlich so ein Shipping-Name von uns? Shakaya. Es ist ein Shakaya-Abenteuer, Leute. Ich weiß, der war schlecht. Mir fällt noch ein besserer ein. Ja, welche Änderungen hatten wir denn letztes Mal? Wir hatten, dass wir offenbar unsere Pflanzen nicht gegossen haben. Ja, unser Floß hat sich stark erweitert. Wir hatten mit Sunny zusammen das Schiff erkundet. Also das erste Story-Element erkundet. Eigentlich das zweite. Das erste war ja diese Bohrinsel oder was das da ist. Ja. Da beginnt ja die Story. So langsam joint er. Was Akaya nicht weiß, dass sich mein Avatar seit dem letzten Mal ein bisschen verändert hat. Na doch, das sehe ich. Außerdem warst du ja bis eben noch in V-Void. Ja, ich wollte noch mal was an der Hand ein bisschen verändern, aber das hat er nicht übernommen. Das muss ich nach dem Stream noch machen. Ich bin fast am Verhungern. Tito! Weißt ich joine und das erste, was ich brauche, ist Essen. Vor lauter Joinen und Ansprache hier, das Essen vergessen. Was war nochmal unsere Essenskiste? Keine das Ahnung. Nicht, das war sie. Ich nehme einfach die gebratenen Hähnchen eben schnell raus, bevor ich hier verrecke. Ich weiß nur, dass ich unser Floß in bestimmte Abteile eingeteilt habe. Ja. Unsere Betten sind ja mittlerweile auch eingerichtet. Wir haben diese wunderschönen Laternen letztes Mal noch aufgehängt, dass hier überall beleuchtet ist. Daran erinnere ich mich auch noch. Und wir waren knapp vor der nächsten Insel, die wir storymäßig erreichen müssen. Und ich bin mal gespannt, ob das auch die ist, wo ich beim letzten Mal vermutet hatte, dass es die ist. Hi, Wiggle! 1200. 20 Euro finde ich jetzt nicht so teuer, oder hat sich der Preis, seitdem wir es damals geholt haben, gesteigert? Ich habe das Haifleisch gerade aus Versehen roh gegessen, weil ich raustaben wollte. Ja, ich wollte raustaben eben kurz und nachgucken. Ja, sind 20 Euro. Also 20 Euro finde ich jetzt nicht so teuer, aber klar, kann man sich auch nicht immer leisten, die 20. Also ich kann das auch nachvollziehen. Wir waren ja auf Kollisionskurs Richtung Insel. Ich suche gerade, wo unsere Planken sind. Wir wollen sind. Genau in die... Ach stimmt ja, wir hatten keine mehr. Doch, ein paar habe ich. Muss auch mal mein Inventar ein bisschen sortieren hier jetzt gerade. Ja, die nächste Insel, das ist ja genau die, die wir da hinten sehen, ne? Irgendwas wollte ich beim letzten Mal noch machen vor dem Ausloggen, aber das habe ich dann doch nicht mehr hinbekommen. Ich guck gerade, was das nochmal war. Irgendwann fällt sie ein. Ach ja, jetzt weiß ich's wieder. Wir wollten auch noch einen zweiten Reiniger mal irgendwann aufbauen, ne? Mit Kollegen, Freunden kann man das immer spielen. Da findet sich immer irgendwer. Zur Not. Im Gamer-Tierer-Server kannst du ja auch so nach ein paar Verbündeten suchen, die vielleicht mit dir Waft spielen. Also letztens hat ja auch einer hier bei Tabletop Simulator beispielsweise auf dem Server nach Mitspielern gesucht. Da wollte einer für ein Siedler-Add-on hier Mitspieler haben.
Aber dass man nur schwer Mitspieler für Spiele findet, die man sich nur alleine holt, ist wahr. Das habe ich auch mit einem Spiel auf PC. So, ich sortiere jetzt erstmal hier den ganzen Kram. So, irgendwo waren noch zusätzliche Haken drin. Soweit ich das gesehen hatte. Oder habe ich mich da... Ne, hier waren noch zweimal Haken, die nehme ich sicherheitshalber mit. Ich nehme mir Reiseproviant mit. Das ist da gerade abgerissen worden. Baum. Also. Die Axt. Ja, nehme ich mal mit. Eventuell sind da noch ein paar Bäume auf der Insel. So. Muss ich nur auf den Hai achten. Damit ich auch sicher zu der Insel komme. Am besten wäre jetzt gerade wirklich, wenn er beißen würde. Wir bewegen uns von hier ja gerade eh nicht weg. Ja, ich schwimme gerade hier zur Insel. Die ist zum Glück nicht weit weg. Ich sehe da auch ein paar Bäume, die fällbar sind. Ernsthaft? Nix im Wasser? Ich wollte zumindest einen Schrott aus dem Wasser holen. Deswegen habe ich die ganzen Haken gerade mitgenommen. Ich habe dir mein Holz und Plastik auf dem Schiff gelassen. Falls du das brauchst irgendwo. Ah, hier ist es. Unser Beet ist fast draufgegangen. Unser eines mittleres. Was auch immer am Floß passiert, es ist jetzt dein Problem. Ich bin gerade nicht da. Mein Problem kann es nicht sein. Das Gute ist, ich bin weit genug vom Floß weg, dass der Hai mich nicht angreift. Ja, ich mach mich dann jetzt wieder auf den Rückweg. Sofern du nicht mit dem Floß einfach weggefahren bist. Also ich müsste gerade Richtung deine Insel steuern. Minjung, du hast zu der falschen Insel, glaube ich, gesteuert. Nee, das ist die, die am nächsten dran ist. Und da bist du auch hingeschwommen. Ich kletter gerade mal nach ganz oben. Also ich kann dich nirgendwo sehen. Aber bei dir waren doch auch im Wasser Items, also. Du bist doch zu der Insel geschwommen, zu der wir in die Nähe getrieben wurden, oder nicht? Nein, genau in der anderen Richtung. Ich bin nicht zu der Insel geschwommen, wo hier der Ping 300 Meter zeigte. Dann darf ich dich jetzt suchen. Ich bin tatsächlich sogar noch weiter weg von dir jetzt. Ich schwimme Richtung Insel wieder. Ich treibe immer weiter zurück. Selbst mit Paddel. Ich mach kurz den hier. Selbst mit Paddel bin ich immer weiter weggetrieben. Ich speichere einfach nicht ab. Und hoffe einfach. Das braucht man nicht in der Regel immer auf dem Raft. Ich habe jetzt nicht abgespeichert. Nein! Ah, jetzt bin ich auf dem Raft. Und ich habe mein Zeug, das ich gerade eben gefarmt habe, noch. Ach, sowas hast du gebastelt. Ein Motor. Ja, und der ist zu schwach. Kannst du den mal bitte ausmachen? Wir haben nämlich mehr als 100 Plattformen bei uns. Wir brauchen den zweiten. Ich habe dir doch schon gesagt, Motor wird noch nichts. Außerdem das... also das Lenkrad, das würde ich irgendwo oben platzieren, wo man auch gut was sieht. Ja, ist jetzt aber gerade erstmal nicht so wichtig. Ich habe es einfach nur dahin platziert. Man kann die ja aufheben. Am ehesten würde ich es eh oben direkt neben das Teil platzieren wollen. Oder am besten... Oder am besten würde ich das Lenk... Warum genau in die Richtung? Mach's bitte in die andere Richtung.
Weil dann können wir auch genau gerade auf alles zusteuern. Die Planken fürs zweite sollten wir haben. Fürs zweite Motor. Ich guck gerade, was verbraucht das? Planken. Planken, das, was wir eh so wenig haben. Willst du noch mehr? Wenn wir den Motor folgen. Geil, ich kann sagen, all das, was ich gelootet habe, während ich hier rumgefahren bin, das ist jetzt weg. All die, wer weiß, wie vielen Planken, die ich aufgesammelt habe. Wir brauchen mehr Kisten, wir brauchen mehr Platz. Ich würde generell hier erstmal, dass das alles anschließt. Ich will, dass die Teile halt mindestens 3 Platz haben, dass sie geschützt sind. Die Birkenbäume können wir schon mal nicht fällen, die großen Bäume auch nicht. Doch, eventuell mit der Metalllast. Hier ist ein Bär! Hier ist ein Bär! Hilfe! Oh, guck mal, da kommt Baloo! Ich habe keinen Bogen. Ich kann nichts machen Baloo. Gegen ihn. Ohne Bogen kann ich nichts machen. Ja, mein Bogen ist auch fast Fratze. Was willst du von mir? Keine Ahnung. Ich habe gar keine Waffe, so wirklich, die heil ist, aber du auch nicht. Wir brauchen neue Waffen. Ich sag schon die ganze Zeit, unsere Probleme liegen ganz woanders. Ja, bei Waffen aktuell. Ich will mir nur ein paar Seile machen. Eigentlich wäre es generell besser, die Palmblätter alle zu Seile zu machen. Nein, es gibt auch Sachen, für die wir so. Ja, aber momentan brauchen wir die Seile mehr als die Palmblätter. So, vier nehme ich mir mal eben kurz. Den da erschieße ich sofort. Weiß. Ja, ich sehe nicht wo. Ja, ist jetzt auch, glaube ich, nicht mehr. Aber hier, guck mal. Hier das Beet ist nur noch auf dem letzten Feld. Ja, das deswegen halt müssen wir ausbauen, dass alles mindestens 3 Planken über geschützt ist. Außer die Motoren, die befinden sich eigentlich immer außen. Wobei man die aber wohl auch einbauen kann, problemlos. So, bevor ich mich mit dem Bär anlege, gehe ich erstmal da raus und hole die beiden Kisten da. So. Willi, willst du zu mir? Nein, ganz gut. Ich habe jetzt auch eigentlich vorgehabt, dass alle Viecher irgendwie einen eigenen Namen bei uns haben, ne? Die Möwe heißt ja jetzt Lucky. Die Schweine wollte ich jetzt Pumba nennen. Bei Lucky habe ich aber nicht zugestimmt. Sunny hat zugestimmt, 2 von 3. Wurde es überstimmt. Er hat gar nichts dazu gesagt. Doch, da warst du nicht da. Da warst du dir gerade Essen machen. So, das kann weg. Und mal gucken. Nee, selbst mit einer Metallaxt geht's nicht. Man muss es ja mal testen. Ich hab eine Metallaxt. Ich hab's schon getestet. Da kommt Baloo wieder. Baloo mag dich. Okay, ich muss weg. Ich bin low. So, alles mal einsortieren. Naja, was man Sortierung nennen kann. Ja, der Bär, der hat's drauf. Der weiß, wie man kämpft. Aber ich weiß es auch. So, ich mach das jetzt so. Ich gehe einmal hier am Strand entlang, bis ich irgendeinen Punkt gefunden habe, wo ich hoch kann, ohne gegen Baloo zu kämpfen. Und ich glaube, ich habe ihn direkt gefunden. Aha, Baloo, hier kriegst du mich nicht. Ich hab ihn eh tot. Ich hab eine Ziege gefunden. Und ich hab den Bär tot. Irgendwann nehme so ein Vieh mit nach Hause. Ich hab den Bär in seinen Allerwertesten gestochen. Ja, ich hab's gesehen, ich hab den einen Erfolg bekommen. Ich glaube aber, dass das nicht der letzte Bär sein wird. So, ich habe mir die Würfel auch mal mitgenommen.
Eventuell kann man sie ja schon verwerten, ja. Man könnte ein paar Rezepte kaufen. Würfeln. Doch, mit Würfeln ja. Kannst du zumindest Planken ja. Und Kunststoff kaufen und auch Angelköder. Angelköder würde ich sagen, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Doch, damit wir hier diese ganzen speziellen Viecher hier mal fangen können. Und wofür brauchen wir die gerade? Richtig, wir brauchen eher andere Sachen. Dann kann man sich die ganzen Rezepte, den Kompass und so weiter kaufen. Außerdem können wir dann später hier Baupläne bei dem kaufen. Ja, und wir haben aber zurzeit, wie du schon meintest, Materialknappheit. Ja, deswegen Müllwürfel ausgeben, Planken kaufen. Ich nehme einmal hier die Fischköder mit, damit wir eventuell hier wertvolle Fische zum Verkaufen bei dem holen können. Ich habe jetzt 20 Planken eben kurz gekauft. Weil die Planken, die können wir sehr gut gebrauchen. Und es gibt noch Einzelbäume zum Abbauen. Ich habe Bienen gefunden. Du hast Bienen gefunden, dann klau denen den Honig. Ja, muss man erstmal ein Sammelnetz machen. Hier oben sind Bienen. Und hier unten sind teilweise Bäume zum Abbauen. Ja, warte, hier. Siehst du, wo das die Ziege ist? Ich hab dir eine Axt hingeworfen. Dann hast du eine mehr. Ich gehe zum Schiff zurück. Und mach eben kurz ein Netz. Ich weiß nicht, ob ich hier noch weitere Bäume finde. Ja, aber falls, dann hast du wenigstens noch eine Ersatzaxt. Ah, den kann man, glaube ich, abbauen. Ja. Direkt neben dem Händler ist ein abbaubarer Baum. So, Kletterpflanzenglimmer brauche ich dafür. So, das restliche Material. Die zwei Kletterpflanzenglimmer sind hier. Die eine Planke war nicht von mir. Und der Rest liegt auf dem Grill drauf, so. Ich mache das jetzt wie eben, ich wandere einmal kurz um Baloo herum und dann gehe ich die Bienen mal fangen. Okay, so funktioniert die Hitbox. Muss ja gucken, wie das Ding schlägt. Leute, unsere ersten Bienen. Gut, der Bär hat mich nicht im Visier, der gute Baloo. Und ich sorg mal wieder ein bisschen mehr für Ordnung bei uns. So, wie fange ich die denn? Wahrscheinlich werden die aggressiv, sobald ich die Wabe anfasse. Und gefangen! Ja, die werden erst aggressiv, sobald man die Wabe anfasst. So, kommt her. Er kommt. Und hab sie. Da war jetzt nur ein Bienenglas bei. Bei dem ersten waren es vier. Aber hey, wir haben Bienen. Ich höre doch noch mehr von denen. Hier ist bestimmt auch irgendwo eine Höhle, so groß wie die Insel ist. Die ist ja auch auf dem Schiff, auf unserem Navigationsgerät markiert, also ist es eine größere Insel. Ja, hab sie auch direkt gefunden, die Kiste. Die war unter diesem Bogen. So, da habe ich auf jeden Fall welche rumschwirren sehen. Ich sehe sie auch jetzt gerade noch. Da hast du ja jetzt endlich deinen Schrott. Und ich habe einen Bär, der mir genau am Hintern hängt. Die waren schon fast in meinem Gesicht. Okay, ich habe den Schmutzort gefunden. Ach, das habe ich gehört. Dann kannst du ja dir die Schaufel. Ich habe keine Schaufel. Ja, ist auf dem Schiff noch.
So, kommt her. Die ist genau, der Ort ist genau hinter dir übrigens. Das ist hier einfach nur der Durchgang, diese Höhle. Ich sammle gerade Bienen. Und ich bin bei dir. Und... Warum bringst du den damit? Wollte ich eigentlich nicht mal. Der ist mir einfach gefolgt. Das hier ist halt die Höhle. Hey, wenigstens irgendein spezielles Material gegeben gerade eben? Was? Nö, mich mal einfach looten. Nur normale Materialien. Ich will auch mal einen Bär looten. So. Und das hier ist halt die Höhle. Ja, gewesen. Drei Schmutz. Ne, vier. Ja, auf und den, drei Pilze. Auf dem Schiff sollte eigentlich noch so eine Schaufel sein. Ich habe da oben eine Wabe vergessen. Ich hole sie und komme dann. Ich würde generell noch unter Wasser einmal gucken, weil da kann ja auch noch eine Kiste sein. So, irgendwo hier habe ich eine Wabe gehört. Da. Ich dachte die ganze Zeit, das wären die Bienen, die um mich herumschweben, die den Ton machen. Aber nein, die Waben sind es, die so laut schwirren. Aber wenigstens kommen wir jetzt auch problemlos zur nächsten Story-Insel. 18 Bienengläser und 18 Waben haben wir. Mal gucken, was ich damit anstelle. Was immer man genau die braucht. Ich meine, dann kannst du Honig farmen. Kann man, glaube ich, bei irgendwelchen Rezepten verwerten. Die Bucht da sieht ja interessant aus. Ich habe nichts, um den Hai abzuwehren. Meine Waffen sind beide kaputt. Planken, Stein, ist beides da. Hier ist so eine Schiffsboje. Kann man die Waben reinschmeißen? Ja. Damit kann man Honig herstellen. Schmeckt lecker und kann zur Herstellung von Biokraftstoff verwendet werden. Der gute Biokraftstoff. Und das Bienenglas selber. Ja, wir können einen Bienenstock bauen. Boah, krass, das brauchen wir. So, was braucht man dafür? Was braucht man dafür? Bienen. Was braucht man? Bienenstock, 20 Planken, 8 Kunststoff, 4 Ton, 2 Scharniere und 15 Bienengläser. Die Bienengläser haben wir auf jeden Fall. Da kann ich die versichern. Wir haben noch 17. Schmeiß mal irgendwie eine Kiste und... Erstmal fülle ich unser Wasser nach. Und trink erstmal aus Versehen Salzwasser. Ja, habe ich auch schon oft genug. So. Was braucht man denn allein schon hier, um die Waben zum Honig zu machen? Ach, einfach nur... Glas und Honig. Ja, das haben wir ja mehr als genug. Warte, wo ist das Glas? Beziehungsweise Glas und Waben. Kannst du mir die Bienen rübergeben? Ich pack sie jetzt hier in die Kiste. Warte, in die hier. Pack auch die Waben rein und den Honig will ich einmal mir kurz angucken. Oh, der macht gut Essen. Ihr darfst auch einen Honig genießen. Oh ja, ich bin der Genießer. Gönn dir den Honig, los. Gönn ihn dir. Ich bin kein Alkoholiker, ich bin Alkoholgenießer. Yo, der gibt ja auch über den... Mhm, hat mich auch erst verwundert. Richtig praktisch, der Honig. Also eine Bienenwabe sollten wir auf jeden Fall eine machen, mindestens. Ich würde sagen... Wo bist du? Hier oben. Ich wollte noch mal hier eben... deine kurz... Ehre. Hä? Deine Ehre. Es liegt da. Ja, ich bin ja in den Kampf gegen die gezogen. Wo bauen wir das denn am besten hin? Ich würde sagen, einfach erstmal hier in die Lücke. Ich weiß wo. Warte. Kann man das da reinpacken? Stell's direkt neben unser Bett. Ja, da hatte ich auch erst drüber nachgedacht. Komm,
Wir nehmen die Kerze weg und dann stellt es ans Fußende. Ja genau, dann hören wir dieses schöne Suchen in der Nacht, ne? Nee, noch besser, damit wir richtig kirre werden. Genau dahinter. So, wie funktioniert das jetzt mit der Wabe? Keine Ahnung, ich glaube einfach... Kümmern gut um die Bienen, um Honigwaben zu erhalten. So, und was müssen wir machen, damit es denen gut geht? Müssen wir da eventuell Bienen reinpacken? Warte mal. Nö, habe ich schon probiert, geht nicht. Die Waben? Weiß ich nicht. Nee. Ich glaube, das macht sich einfach von so. So was anderes, was ich ausprobieren wollte. Gucken, ob ich die Wildziege scheren kann. Wenn der Bär jetzt wieder da... der steht da schon wieder. Scher den doch mal. Der ja, gibt doch bestimmt auch... Ja, ja, mit dem lege ich mich jetzt auch an. Ja, klar. Du musst dich mit dem anlegen. Hörst Oscar, du musst... wo bist du? Da bist du. bleib hier. Nein, nicht zu Baloo rennen. Hab's versucht, der Bär lässt sich nicht scheren. Geronimo! Ha, kannst du da wohl nicht runterspringen, du Fettsack? Der findet den anderen Weg, glaub mir. Ja, da kam der schon angerannt. Hat er wirklich den anderen Weg runtergefunden? Ja. Ich bin gut. So, den Honig packe ich mal zu unserem Essen. Ich konnte 4 Honig herstellen. So, ich lege mich hin. Wolltest du dich auch schlafen legen, oder? Ja. Ich muss deinen Rücken angucken beim Schlafen, gemein. So, Angel. Mal gucken, was bei diesem Köder rauskommt. Nichts anderes, glaube ich, aber ich würde fast sagen, wir gehen einfach mal von hier weg. Warte mal, bevor wir losfahren, will ich gucken, ob wir einen dieser Verkaufsfische kriegen. Nee, obwohl. Jetzt hat er den Köder ausgerüstet. So, mal gucken, was, ob da jetzt einer dieser Fische rauskommt. Wenn ja, dann würde ich eben kurz die 4 Köder aufbauen und verkaufen gegen die Fische. Ich glaube eher, das ist nur eine Chance, denn dass der auch rauskommt. Ich habe einen scharfen Karpfen bekommen. Das, was man verkauft. Der ist wohl ganz scharf. Jetzt habe ich einen Netzknabberer bekommen. Ja, du holst diese Köder und dann kriegst du diese speziellen Fische. Das ist keine spezielle Chance, du kriegst dann immer die. Eine Chimera-Garnele. Ich fange neue Fische. Die sind offenbar auch nicht zum Verzehr gedacht. Weil der Netzknabberer sieht aus wie ein wie so ein Piranha. So, dann gehe ich mal da hoch und verkaufe die Fische. Also man kann die weder essen noch als in der Hand halten oder braten. So, oh, wenn ich Glück habe, dann folgt mir Baloo auch nicht da hoch. Ja genau, guck dir den Stein da hinten an. Guck ihn dir an. Sagen wir es mal so, solange er den Arsch zu dir gerichtet hat, sieht er dich auch wirklich nicht. Bei meinem Glück kommt er jetzt hier hochgerannt. So, verkaufen. Unsere ersten Handelsmarken. Wir haben jetzt 4 Handelsmarken und unser Ansehen steigt. Ah, okay, das siehst du. Am besten wäre... Aber ich weiß nicht, ob es bei mir steigt.
Also ich habe jetzt Ansehen 40. Du kannst ja einmal hier hochkommen und gucken, ob du jetzt auch so Ansehen 40 bei dem hast. Weil dann wüssten wir, dass es egal ist, wer den abgibt. Das wäre gut zu wissen. Ich habe auf jeden Fall jetzt 4 Handelsmünzen. Kann ich die eigentlich auch schon ausgeben für irgendwas Praktisches? Nee, nicht ohne Metallschrottwürfel da. Der will mindestens einen Würfel bei allem haben. Mhm. 3 Würfel und wir könnten uns auf jeden Fall schon mal einen Kompass bei dem kaufen. Jetzt dann einmal gucken, ob du... Balu mag dich. Ich versuche ihn abzulenken. Huhu, Balu, guck mal. Hier. Warum sollten wir einen Kompass brauchen? Da wissen wir, wo Norden ist. Und ist es nicht egal? Ist dein Ansehen jetzt auch gestiegen? Ja. Okay, dann ist es egal, wer die abgibt. Ja, dann würde ich diesen Müllbüffel erstmal dafür einsetzen, immer diese Angeköder zu kaufen, damit wir das Ansehen bei dem steigern können. Achtung, Balu ist jetzt wieder frei. Ja. Ich bin über ihn rübergesprungen. Wie in einem schlechten Jump'n'Run. So, die Motoren schon mal einstellen. Nicht zurück, mal. Wir sind jetzt in der richtigen Richtung. Ich dachte, wir müssen in die. Einfach wenden. Man kann auch drehen. Ja, ich würde gern in die Richtung fahren, in die wir auch gucken. Ja, dann hast du jetzt falsch rum eingestellt. So, mein Fleisch packe ich hier drauf. Weg von der Essenskiste. Ich verhungere hier. Ich habe auch nicht mehr wirklich was. Wo habe ich immer diese blöden einzelnen Kartoffeln her, ey? Weiß ich doch nicht. Du rennst immer mit Kartoffelsample rum. Kannst ihn ja nie alleine lassen. Ich will ihn halt immer... Scheinbar nicht, nee. Theoretisch hätten wir die Ressourcen, unser Raft wieder weiter auszubauen, aber ich würde erst... habe ich bekommen. Und dann hast du das wahrscheinlich angepflanzt. Ja, das ist der Samen dafür. Wir könnten das Raft jetzt auch ausbauen, aber ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal. Nee, wir sollten schon so einen Schutz um das ganze hier Zeug hier basteln. Ja, guck mal, das hier ist direkt am Wasser. Dann muss der Hai nur einmal reinbeißen. Ja, aber das Problem ist, wenn wir es zu weit machen, funktionieren unsere beiden Motoren irgendwann nicht mehr, wenn wir denn hier über 200 Plattformen haben. Dann baue einfach einen weiteren. Der ist teuer. Boah, ist die riesig. Eine Motor, zudem sind die Motoren tot. Ist die riesig. Okay, das ist doch nicht die Insel. Okay, man braucht 16 Planken, um einen Motor wieder komplett zu betreiben. Ja, genau, deswegen sagte ich ja, ich würde lieber eher so auf Segel gehen, wenn man es kann, weil die unglaublich Planken fressen. Ja, nur die Planken, die sie brauchen, haben wir in der Zeit, in der wir hergefahren sind, wieder zurückbekommen durch die Motoren. Ein Moment, das sieht für mich nicht so aus, als ob wir hier anlegen können. Das... ist aber auf jeden Fall die Insel. Jetzt wäre ein kleines, aber hohes Raft wesentlich besser. Wie wäre es, wenn wir eher einen Punkt suchen, wo wir anlegen können? Ich versuche mal dadurch die Lücke zu kommen. Durch die Lücke kommen wir ja vielleicht zu einem Anlegepunkt. Nee, die ist zu dünn. Das sehe ich von hier aus, die ist zu dünn. Trotzdem will ich das Fass da haben. Junge! Steuer in eine andere Richtung. So, hab es. Das da drin sieht aber nach einem Anlegepunkt aus, wenn wir hier jetzt vor der Lücke denn da erstmal Anker reinwerfen, können wir da drinnen denn auf die Insel. Das ist eigentlich das Einzige, was uns noch fehlt. Wolle, Ei... explosives Pulver und diese komischen Titanbahnen, dann haben wir alles gelernt. Explosives Pulver haben wir doch aber. Oder nicht? Nee, das Pulver haben wir doch. Wir haben den Glibber aber nicht, das Pulver.
Wir haben explosiven Schleim, nicht explosives Pulver. Und einmal Anker reinwerfen. So wie die Motoren ausstellen. Ach, den explosiven Schleim, den muss man braten. Ah. Also, man muss ja den Schleim wegkochen. Und hier haben wir jetzt bestimmt einen Punkt, wo wir hoch können. Da haben wir noch mal einen Stuhl. Wie du siehst, hier können wir überall hoch in der Ritze. Also, das war gut, dass ich hier angelegt habe. Einen Moment. Bin gerade beschäftigt. Und das ist nicht der... Also, die Insel an sich kenne ich definitiv auch noch nicht. Okay, hier sind Bären. Wir müssen aufpassen. Ja, wir sollten vielleicht erstmal eine Waffe machen. Für uns beide. Ich habe schon Waffen. Aber ich muss mir wieder neues Trinken holen. Ich habe mich einmal wieder voll getrunken und direkt ist meine Flasche leer. So, ich habe schon mal einen neuen Bogen in Sicherheit gemacht. Deswegen setze ich in Zukunft auf Melonen. Wir trinken. So, dann packe ich jetzt die Metallbahn eben kurz mit dem Inventar und mache noch Pfeile. So, dann kann man sich wenigstens wehren. Der Schleim, der kocht gerade da drin. Und einer ist schon fertig. Ich nehme diesmal auch die Ehre. Ich durfte noch gar nichts erlernen hier bisher. Ich bin wirklich der Einzige, der noch gar nichts gelernt hat. Netzwerfer. Netzkanister kann mit dem Netzwerfer verwendet werden. Ja, jetzt können wir auch uns Schmiddis holen. Nee, das sind Couscous. Nee, das ist Schmiddi. Cusco, wir nehmen keine Schädennamen. Ich will jetzt hier nichts von GLP und so kopieren. Ich weiß, dass der dort Schmiddi heißt, bei uns nicht. Ich will hier keine Fanfiction machen. Ordnung kommt noch irgendwann rein. Haben die beiden überhaupt noch Planken? Der linke ja, der rechte nein. Ich habe beide Motoren nachgefüllt. Nicht die Motoren, ich meine die Öfen hier. Die Öfen, die haben kein Holz. Zumindest der rechte ja. Nicht. Ja, und da ist noch Holz. Aber ich glaube, wir sollten erstmal eventuell Werkzeuge damit machen. Ich habe mir schon hier genügend an Munition gebastelt und einen neuen Bogen. Ich bin gewappnet. Ich habe gesagt Werkzeug, nicht Waffen. Federn, ich habe noch eine Metallaxt. Eine Schaufel ist auch noch hier, nehme ich direkt ins Inventar auf. Und eine Metallaxt habe ich mir jetzt nochmal gebaut. Als ob da sich zwei Vögel hinsetzen. Da haben sich einfach zwei Vögel direkt reingesetzt. Die wollten das halt unbedingt haben. Ja, die dachten sich, da war eine Vogelfamilie, die wollten sich gönnen. Wollten es für ihre Familie holen. Ich habe die Familie abgeschlachtet. Mörder! Ist nicht deren Essen. Da kann auch nichts kochen, weil, ja, Holz. Fair share. Würde ich sagen. So, explosives Pulver. Wir brauchen mehr Kisten. So, was ist das einzige Zeug, was wir noch brauchen? Wir können eh nichts Metall und so weiter gerade machen, ne? Wir haben keine Metallbahn mehr und wir brauchen Holz, um das Ding anzuschmeißen. Also so oder so, wir müssen jetzt auf die Insel. Metallexte brauchen kein Metall. Die brauchen Schrott und das kann man nicht schmelzen. Ich habe eine Metallaxt. Ja, aber du meintest ja eben was von wegen, wir können keine Metalldinger mehr machen. Generell fast alles, was Metall braucht. Wir haben keine Barren. Du kannst zum Beispiel kein Netzwerk mehr machen, wenn wir keine Barren haben. Und wir können das Ding nicht anschmeißen, wenn wir kein Holz haben. Warum laufe ich eigentlich mit einem sinnlosen Plastikhaken die ganze Zeit in meinem Inventar rum? Musst du selber wissen.
Watch out for Baloos. Wildbären. Das sind neue Wildbären, ne? Blaue, ja. Die sind neu. Komischerweise habe ich keinen ins Inventar bekommen. Wo ich sie aufgesammelt habe. Na komm, das Ding nehme ich eben kurz mit. So, nochmal. Ach, das sind nicht so Sachen. Die sind irgendwie, glaube ich, für Story oder sowas. Weil wir sie da oben kriegen. Ah, jetzt sehe ich es auch. Hier gefundene Gegenstände, Wildbären. Warte, Balboa Islands sind wir, ne? Wir müssen hier erstmal was finden. Damit, also Notizen. Ich bin übrigens schon reingegangen, ne? Ja, und ich... Irgendwie würde ich es gut finden, wenn du ein kleines bisschen noch auf mich wartest. Junge, ich wir haben einfach nix. Jetzt komm! Wir haben Junge, das wenn ich jetzt... nicht, wir haben kein Holz, wir haben kein Metall. Ich mache auch gerade nichts, was irgendwie weder Holz noch Metall braucht. Ich bereite mich nur vor, dass ich nicht irgendwo mitten auf der Insel denn einfach am Fungern bin. Dafür habe ich bei mir vorgesorgt. Ich habe 2 Kokosnusshähnchen dabei. Die reichen aus. Ich muss ja erstmal vorsorgen. Weil für mich macht ja niemand. Ich muss selber machen. Ja, wie denn, wenn kein Holz da ist, was ich gerade holen will? Ich mache ja auch gerade was zu trinken. Suppen habe ich noch, aber ich habe kein Trinken. Deswegen mache ich mir gerade Trinken. Wir können nichts kochen, wenn wir kein Holz haben. Seit wann muss man die Getränke kochen? Da braucht man nur eine Batterie Nein, für. Da haben wir noch. Ums Essen. Das Getränk. Das, du hast doch mit Melonen dir vorgesorgt bis zum geht nicht mehr. Nimm doch die einfach mit. So, du wartest gerade nur auf den einen Smoothie. 2 Planken habe ich gefunden. Damit habe ich jetzt eben die Öfen angeschmissen. Hier sind auch nochmal 6 Planken. Und warum schmeißt du die Federn zu dem Essen? Das ist mir neu, dass man Federn essen kann. Wir brauchen generell mehr Kisten. Nur dass die Kiste, wo die Federn drin sind, eigentlich genug Platz hat. So, ich nehm die ganzen Ananasse mit, das reicht locker aus, und den Honig. So, Essen ist vorgesorgt. Und Getränke auch. Und Ordnung ist nicht vorgesorgt bei ja, uns. Ja, brauchen mehr Kisten. Holz. Für alles, was wir gerade Probleme haben, brauchen wir Holz. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch erwähnen soll. Ohne Holz läuft halt nichts. Beziehungsweise ohne Planken. Sind hier unten abbaubare Bäume? Nö. Nein, hier waren nur die Büsche. Eventuell, ne, gleich wenn wir ein bisschen Holz geholt haben, nochmal die Stirnlampen holen. Du bist straight an einem abbaubaren Baum vorbeigegangen. Oder auch nicht, obwohl der so dünn ist. Eigentlich kann man diese Art von Bäumen abbauen. Den wohl nicht. Du willst links erkunden gehen erstmal? Hier ist zumindest ein Richtungsschild. Ich würde erstmal hier rechts gucken. Okay. Also, in die Richtung hier geht's zur Ranger Station. Ja, ich sehe sie auch, da ganz oben. Aber erstmal gucke ich hier die Bäume durch. Da unten sind Bienen. Da ist Baloo. Der ist für mich gerade irgendwie wichtiger. Ich weiß nicht warum. Weil ich nicht weiß, wo du bist. Ach. Ich habe hier auch einen.
Kannst du mal tot umfallen? Danke. Ich kämpfe ja auch gegen einen. Bei den Bienen. Ja, ich gehe noch mal zurück und hole auch das Sammelnetz. Wenn es hier Bienen gibt, dann sollten wir sie auf jeden Fall mitnehmen. Ich bringe dann auch direkt die Lampen mit. Ich habe schon eine Lampe. Ja, ich aber nicht. Ich bin immer noch bei dem Ranger Station Schild Teil hier. Ja, wenn du willst, kannst du da auch warten. Ich bin sofort wieder da. Hab sie. Ach, da ist noch, da ist noch ein Schwarm. Ja, ich weiß. Hab sie. Den Honig habe ich hier soweit aufgesammelt. Ja, ich habe die Bienen eingesammelt. Dann kann man hier irgendwie hoch. In der Richtung war ein Balu. Ich bin hier jetzt hoch. So, jetzt packe ich mir erstmal den Bogen auf einen der ersten Slots. Den Hammer kann ich beiseite packen. Nein, zu zweit beiseite wir auch, nicht raus. Zu zweit können wir auch problemlos den Bär mit Speeren platt machen. Also, wir müssen nicht unbedingt den Bogen benutzen für den Bär. Die Pfeile kann ich wieder einsammeln und das ist ein bisschen sicherer. Es muss einfach nur der gerade reinstechen, der nicht vom Bär verfolgt wird. Was ist daran schwer? Apropos Bär. Ich kämpfe lieber mit Bogen. Wenn er hinter dir herläuft, kann ich ihn halt reinstechen. Guck, er ist. Ich will nur meine Pfeile wieder haben. Einen habe ich auch irgendwo in den Boden gesammelt. Da. Ich habe mir mehr. Pfeile sind kostbar. Hier ist noch ein Schild. Wieder die Relay Stations. Henry Stuff, keep out. Der hatte sehr viel Zeug. Ein Motor. Für ein kleines Raft wäre der praktisch. Für ein großes nicht so. Das Ding sieht so klein aus, das betreibt bestimmt nur eine Platte. Lass es. Na, zwei Platten Minimum. Bin ich mit dem Paddel schneller als das Ding. Unterschätzt nicht solche Motoren. Jetzt sind wir hier doch zur Ranger Station. Müssen wir an jeden Ort einmal. Hier ist Jump'n'Run durch die radioaktive Grütze. Wie viel Schaden kriegst du, wenn du da drin bist? Nicht so viel. Oh Gottes Willen, die Dinger saufen ab. Gut, dass es jetzt gerade hell wird. Also der Schaden ist machbar. Ich habe halt irgendwie FPS nicht ganz so geil bei mir. Also bei mir lief das problemlos. Gut, dass ich so viel Mario gespielt habe. Ich guck. Wer kam jetzt auf die Idee, der Atommüll zu verkippen? Jemand, der nicht wollte, dass die Sachen durchkommen. Benötigt eine Glühbirne. Okay, wir müssen auf jeden Fall eine Glühbirne finden. Hier ist ein Bauplan. Für den Biokraftstoff-Raffinerie, ja. Ach du Kacke, wenn du den Schattentyp ausmachst, das sieht ja mal ganz anders aus, das Spiel. Wir haben auf jeden Fall Kunststoff gefunden. Ich spiele auf jeden Fall jetzt ohne Schatten. Ich glaube, ich brauche jetzt einfach keine Kopflampe mehr. Hier ist die Werkbank, mehr, die wir auch letztes Mal hatten. Hier ist ein Hinweis, den du wieder eventuell übersehen hättest. Nein, ich durchsuche immer alles. Letztes Mal haben wir auch jeden Hinweis gesehen. Programm, 6. Juni. Ach, das ist einfach nur eine Programmliste. Wir brauchen einmal Brunos Schraubenschlüssel, einmal Brunos alles. Hammer, einmal Brunos Sägeblatt. Wir brauchen alles. Nee, einfach nur einen Hammer, einen Schraubenschlüssel. Kannst die Lampe und übrigens wieder abziehen, ist hell. Ich hab die nicht mehr auf.
Ich habe den Schatten auch ausgemacht. Das ist irgendwie hat das. Da oben die liegt Farben etwas. Ich versuche da gerade dran zu kommen. Da ist eine Kiste. So. Überreste willst du haben? Nee, gönn sie dir selbst. Da hinten sind ein paar Bärenbüsche. Da ist wirklich nur schlechte Nahrung drin gewesen. Ja, so lange wie das hier wahrscheinlich allein war, wundert mich das auch nicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu der Relaisstation hier oben. Ja, da oben ist bestimmt was Interessantes. Du bist Relaisstation Nummer 2. Kommst du? Ich bin unterwegs. Wir haben zwar dieselbe Geschwindigkeit, aber wenn ich vorher in einer anderen Richtung war und Beeren aufsammle, dann brauche ich halt ein bisschen länger. Vor allem, was ich auch lustig finde, ist, dass sie einfach zu so einem Metallkonstrukt auch einfach so Holzunterstützungen hier hingehauen haben. Das ist auf jeden Fall ganz viel Kunststoff oben auf jeden Fall. Darf ich vielleicht auch sehen, was da alles ist? Ich habe nur Kunststoff bisher aufgesammelt, 7 Stück. Hier war alles voll mit Plastikflaschen. Hier drin ist wahrscheinlich das interessante Zeug. Kunststoff, da ist ein Hinweis. Den ersten Hinweis brauchen wir bestimmt irgendwo. Ich hab mal den Strom angemacht. Du findest. Och, man kommt hier ja sogar lang. Langweilig. Und wo hast du den Strom angemacht? An der Tür, da war ein Schalter. Ah. Wir werden wohl jede Relaisstation auch anmachen dürfen. Jetzt habe ich hier hochgeschafft. Okay, ich glaube, dass man hier oben nichts machen muss. Nee, nur den Schalter anmachen. Mehr war hier nicht. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass hier sonst irgendwas rumfliegt. Ich habe noch mal eine große Kiste gefunden hier oben. Du musst noch mal hier hochkommen. Mein Inventar ist schon voll gemüllt. Hier liegt noch einmal Marmelade und ja, dass da oben irgendwas sein muss, war ja klar. Ja, kommst du mal her. Oh, ein Rezept Steak mit Marmelade. Ich weiß nicht, ob ich wirklich... Dafür könnten wir eventuell die Beeren verbrauchen. Ich weiß nicht, ob ich alles, was ich jetzt dabei habe, auch mitnehmen sollte, weil mein Inventar schon sehr überfüllt deswegen. So, da hinten ist ein Relais. Wir müssen eh die ganze Insel einmal absuchen. Wie hast du den komischen Honig gecraftet? Hier. Bei Ressourcen. Ja, einfach 6 Honigfarben und ein Glas. Sehr gut hergestellt. So müssen wir denselben Jump'n'Run jetzt auch nochmal zurück. Oder haben wir irgendwo eine Abkürzung? Hier auf jeden Fall nicht runter. Ich guck mich hier gerade ein bisschen um. Dafür müssen wir auf die andere Inselhälfte. Ich sehe da unten jetzt schon von hier aus einen Bären. Da unten hier ist Balu. Ist auch. Okay, ich glaube, ich habe einen alternativen Weg gefunden. Zumindest um runterzukommen. Ich weiß nicht, ob wir dann wieder so leicht zurück auf den Pfad kommen. Ja, das Schöne ist, dass der Hai auch momentan unser Boot zerlegt, während wir gerade unterwegs sind, ne? Ja. Autsch. Ich bin wieder unten bei dem Zelt. Hi! Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Oh mein Gott, kaum habe ich den Schatten ausgestellt, kann ich hier so viel besser Jump'n'Run springen. Der hat mich immer schnell in Ruhe gelassen. Da ist Cusco. Ich guck mal. Ach nee, hier ist noch ein Bär bei mir. Guck aber mal, ich bin hier, bei den. Das hier sieht mir viel mehr nach Anlegestation aus. Ich bin jetzt genau beim Zelt. Ja, ich bin den Weg weitergelaufen.
bei uns, die Gasse war auf jeden Fall der Ort, wo man hoch muss, weil da ging es ja hoch. Ich habe ein SOS-Signal gefunden. Und der Bär, der hat so viel Zuckung, der lässt sich nicht ausnehmen. Ja, läuft doch. Schön, dass ich nicht weiß, wo du bist. Ich bin im Weg lang gelaufen. Hier gibt's keinen Weg. Geradeaus durch, du siehst einen Kutzkorb auf dem Weg. Ich bin jetzt wieder bei den Schildern, wo die Bienen sind. Ich guck mich gerade hier hinten um, wenn ich schon hier bin. Ich gehe jetzt da lang, wo du vorher lang wolltest, die rechte Seite. Ich würde jetzt gerne mich gegenüber einmal auf den Berg klettern. Ich gehe jetzt die rechte Seite, die du meintest. Dass du da zuerst lang wolltest. Hier, ja, da wo wir waren, nur gerade. Hier auf der Seite, dann, wo wir nicht erst über eine Brücke müssen. Da mussten wir über eine Brücke. Ich bin jetzt. Hätte ich doch nur eine Schere dabei, dann würde ich dich scheren. Ach, wüsste ich doch jetzt nur, wo du bist. Deine Beschreibung ist irgendwo bei so einem. Ich sehe dich. Ja, was soll ich dir sagen? Hier beim Bau? Dreh dich um 90. Dreh dich. Ich sehe dich schon. Hier. Ja, und hier den Berg, den wollte ich zuerst erkunden. Wenn wir hier einfach den Weg weiter lang folgen, geht's zur Relaisstation 6 und was auch immer. Ich meine, bei der waren wir gerade eben. Nein, wir waren bei 2. Was die für ein Geräusch macht, wenn du Fallschaden kriegst, spring einfach mal irgendwo runter. Ich weiß. Ich weiß aber nicht mehr, wo du bist, weil du mal wieder weggesprungen bist. Ich lauf den Weg lang. Ich lauf zu 6. Ich habe hier kein Schild. Aber vermutlich ist das da oben. Von dem SOS, dem Bergweg hoch, der gerade. Ich habe das SOS nie gesehen. Geh an den Strand. Du sagst von dem SOS, das, was ich nie gesehen habe. Wir werden so oder so wahrscheinlich 10-mal hin und her rennen müssen, weil das alles nicht in unser Inventar passt. Man kann die Wildbären nutzen, um die Bären wegzulocken. Wie denn das? Ich bin down. Da war irgend so eine Kiste mit einer Plane, wo ich die Bären reingestopft habe und der Bär ist rangegangen. Und ich lieg jetzt bei dem Bären down. Weil du mir ja schöne Wegbeschreibung gegeben hast vom SOS-Zeichen, die ich nie gesehen habe. Ja, vom SOS-Zeichen der Weg hoch, den ich nie gesehen habe. Wir gerade standen, da war das SOS. Ich weiß jetzt genauso gut. Ich kann mich jetzt genauso gut einfach aufgeben und wiederbeleben, weil du weißt nicht, wo ich bin. Ich kann dir nicht sagen, wo ich bin. Weil ich irgendwo ein Bär ist. Bei dem, wo wir gerade eben langgelaufen sind. Irgendwo, wo ein Bär ist. Ja, tolle Beschreibung. Bären sind überall. Irgendwo, wo ein Bär ist, wo auch irgend so eine Kiste ist, wo du Wildbären reinlegen kannst und der Bär denn davon frisst. Richtig, du weißt nicht, wo der Ort ist. Ich weiß, gute Wegbeschreibung. Genauso wie mit deinem SOS. Ich weiß nicht, wo das ist. Ja, was soll ich denn sagen? Beim Baum, wir sind hier in einem Dschungel. Aber ich kann mir vorstellen, wo du bist. Weil hier war ich noch nicht und hier sind Bären weg. Und du hast ja gerade eben 2 eingesammelt. Vielleicht sehe ich dich ja. Ja, da oben, die habe ich eingesammelt. Wenn du jetzt da lang weitergehst, müsstest du zu mir kommen. Da, wo du eben gerade im Stream warst. Nein, genau hinter dir. Was soll man hier denn großartig an Wegbeschreibungen geben? Guck dir die Gegend doch mal an. Du hast doch mit Wegen angefangen. Ja, hast du die Bergklippe da angesehen? Da ging ein gerader Weg hoch. Wenn du weiter in die Richtung gehst, in die du jetzt gerade im Stream gehst, bist du falsch. Ja, ich gehe. Du sagst die ganze Zeit falsch, 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 falsch. Da drehe ich um. Einmal mit Profis. Junge, wir sind hier in dem Wald. Versuch eine gute Wegbeschreibung zu geben.
Der Wald, der reißt uns auseinander. Sagen wir es mal so, ich kann dir sagen, jedenfalls nicht die Richtung, in die du gerade gehst, glaube ich. Ich kann dich nur suchen und hoffen. Das ist ein Wald, Akaya. Ein Wald. Versuch mal in einem Wald jemand eine gute Wegbeschreibung zu geben. Ja, und du läufst immer weiter weg von mir. Weil da war ich definitiv nicht. Also wenn du im Wald über Walkie-Talkie sagen würdest, geh zu dem Baum, da würde ich dir auch Mittelfinger zeigen. Ich lieg wahrscheinlich irgendwo unter einem Baum. Sag ich, wie es ist. Ich lieg halt wahrscheinlich irgendwie so genau in die andere Richtung, als in die du gerade am Laufen bist die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, du läufst einfach immer weiter von mir weg. Und im Übrigen, damit du das jetzt endlich mal im Stream siehst, guck, SOS. Und da den Weg, den wollte ich hoch. Ja, nur das SOS-Zeichen habe ich nie gesehen. Weil du einfach gegangen bist und ich nicht wusste, wo du bist. Ja, ich such dich gerade, wie ein Bekloppter. Wie ich bereits gesagt habe, hast du dich gerade die ganze Zeit, die ich im Stream zugeguckt habe, dich von mir weiter entfernt. Kannst du mir mal sagen, wenn ich jetzt vor dem Schild stehe, gleich in welche Richtung du von dort aus ungefähr gelaufen bist? Zumindest das sollte man ja ungefähr abschätzen können. Nee, weil ich das Schild seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatte. Ich bin irgendwo querfeldein lang gelaufen, weil ich zur Relaisstation 4 oder 6 wollte, die ich irgendwo auf dem Berg gesehen habe. Ja, das wäre in der Richtung. Guck, das ist eine Wegbeschreibung, die hilft. Ja, die einzige Wegbeschreibung, die ich dir geben kann, ist, ich konnte eine der beiden Relaisstationen von einer Entfernung aus sehen, als ich bei dem Berg war, wo du die Bären gesehen hattest, die ich schon aufgesammelt hatte. Und der Bär scheint irgendwas zu fressen. Ich glaube, das ist genau deine Kiste. Wenn der irgendwas frisst, dann bin ich da. Jetzt ist die Frage, wird er auch mir aggressiv, sobald ich ihn auch nur in der Nähe bin? Ja. Ja, wird er. Ja, dann muss ich den Bären erstmal erschießen. Da liege ich irgendwo jedenfalls im nahen Radius. Ich glaube, du kannst ihn aber nicht angreifen, während er frisst. Da doch, kann man. Vielleicht ist er deswegen auch aggressiv auf mich geworden. Guck mal. Ihr solltet seinen Schaden doch behalten, oder nicht? Oder du lässt ihn fressen. Ich glaube, der gibt nicht wirklich irgendwas drauf, wenn du ihn nicht angreifst. Hat prima funktioniert. Ja, der hätte mich doch auch angegriffen, wenn ich in die Nähe gekommen bin. Ich musste ihn so oder so ausschalten. Ja, ich habe ein Rezept bei mir und den Bauplan. Ich kann nicht neu starten. Und ich habe übel viele Ressourcen bei mir, inklusive mein ganzes Werkzeug. Der Bauplan, der ist wichtiger. Ja, ich habe jetzt ich habe jetzt wirklich gefühlt alles von mir verloren, was ich hatte. Ich habe versucht, dich jetzt hier verzweifelt zu retten. Du weißt, wo ich bin. Und ich stehe nicht so nah an der Kiste. Also ich habe 4-mal Nahrung verloren, 3-mal Getränk verloren, also die guten. Dann habe ich noch irgendwie fast 40 Melonen verloren, 90% meiner Werkzeuge. Kann man alles wiederherstellen. Du sagst doch jedes Mal, wir haben eine Ressource dabei. Wisst ihr, dass dieser Bauplan für immer weg ist? Dann kann ich auf Aufgeben und Wiederbeleben drücken. Das habe ich jetzt schon gemacht und ich habe halt jetzt gar nichts mehr. Ich kann jetzt diese eine Suppe und dieses eine Getränk, was ich noch bei mir habe, zu mir nehmen, um dich eventuell damit zu finden. Und dann habe ich gar nichts. Streit auslöst. So was braucht man denn für so einen komischen Generator? Oh, die sind ja relativ easy hergestellt. 4 Seile, 10 Planken, 12 Kunststoff und entweder ein Bolzen oder ein Scharnier. Also vom Prinzip her fehlt uns nur das Kunststoff fehlt uns nicht nur die Planken dafür. Und davon fehlen auch nicht mehr so viele, nur eine einzige. Ja, wir hätten wesentlich mehr Planken haben können. Generell immer Seile herstellen. Ich
verbrauchen die Seile mehr als die ein paar Blätter gerade. Aber ich glaube, hier in der Bucht greift der Hai nicht an, weil man ja, kann sogar ins Wasser gehen, ohne dass der Hai angreift. Ja, sonst wäre unser Raft doch schon längst Fratze. So, jetzt muss ich nur noch zu dem Kunststoff. Und fertig ist unsere Biokraftstoffraffinerie. Mit dem Honig, den wir nicht wirklich besitzen. Honig platzieren stand gerade bei mir. Hier. Ich glaube wirklich, dass die Blumen in der Nähe brauchen. Das würde auch Sinn machen, weil Bienen machen das ja so, dass sie die Pollen bzw. den Nektar aus den Blumen holen. Und darüber dann den Honig herstellen. Ich weiß, wie Bienen funktionieren, das brauchst du mir nicht sagen. Ich habe im Biologieunterricht aufgepasst, stell dir vor. So, die kann man ja in kleinen Anbauflächen packen. Oh, 2 Bienenzapfen. 3 habe ich aus einem Teil gerade rausbekommen. Aber die ganze Verwirrung hat halt wirklich damit angefangen, als du runtergesprungen bist, ohne mir zu sagen, in welche Richtung. Junge, ich bin straight in deine Richtung gesprungen. Ich habe dich aber nicht gesehen. Du bist einfach runtergesprungen und bist davon ausgehend, ach, der hat mich schon gesehen. So, warte mal. Den Honig kann ich ja da rein platzieren. Also die Überlebenstage, die stimmen auch nicht überein. Benötigt Rohkost. Was ist mit Rohkost gemeint? Fleisch oder irgendwas in der Art? Nee, wahrscheinlich hier. Ja, Ananas. Ananas kann man da reinpacken. Oder Rüben. Rüben, die man eh so viel zu der Hai kommt hier nicht. Also wenn du hier runterspringst, kommt er nicht her. Ich nehme jetzt einmal kurz in das Plastik und baue da hinten wieder, dass er hinten das nicht weggefressen wird. Das ist gerade wichtig. Da geht's wieder nach rechts. Ja, wir wollen Relais 4 und 6. Ja, und ich bin schon so weit gewesen, dass 4 und 6 getrennt waren. Die Schilder. So. Hier war ich auch schon. Aber ja, eigentlich. Hier in der Nähe war auch irgendwo der Schild. Hier ist die Höhle. Nee, wir sind schon ein zu weit vom Schild her. Da ist auch die Höhle. In die Höhle folgen die Bären dir übrigens nicht rein. Da, ja, da kann man nichts mitmachen. Bobby's Maze, no trespassing. Oh, hier ist sein Sägeblatt drin gewesen. Wenn wir nochmal zurückgehen, können wir den Bären noch mal angucken. Ja, ich würde erstmal das ganze Zeug einsammeln, bevor wir nochmal zu der Ranger-Station gehen. Ja, aber ich würde trotzdem einmal kurz hier wegen dem Bären gucken. Ja, ignoriere den einfach. Ich glaube, hier war der nicht lang. Ich bin nämlich nie im Leben durch so eine enge Schlucht gegangen. Wir sollten hier auch generell beisammen bleiben. Man kann sich hier so extrem leicht verlaufen. Du gehst wieder falsch. Bin hinter dir. Ja, ich würde erstmal hier Richtung Relaisstation 4 und 6 hier latschen. Bei 2 waren wir doch. Dann laufen wir halt dahin und ignorieren den Bären einfach. Ich wollte zwar noch gucken, ob das wirklich so ist, wie ich vermutet habe, aber wenn du es ja nicht von willst... denen sehen. Junge, das wird nicht der letzte Bär gewesen sein, wenn wir schon so viele Bären bekommen. Guck mal, wir haben 10 Bären im Winter. Ich würde mal sagen, die sind nicht dafür gedacht, nur einen einzigen Bären abzulenken. Wir werden noch einen sehen. Die Bären sind nicht weniger geworden, nachdem ich sie benutzt hatte. Guck, dann haben wir noch sogar noch eine Anzahl. Das wird nicht der letzte sein. Wir haben keine Anzahl, ob es noch mehr geben wird, weil sie nicht weniger geworden sind, als ich sie benutzt habe. Nicht weniger. So, jetzt ist die Frage, gehen wir erstmal zur Relaisstation 4 oder 6? Ich würde sagen 4, dann 6. Erstmal ziehe ich mir die Kopflampe an, so.
Ja, die Relaisstation ist ja auch direkt neben uns. Steine. Ich werf den Bären damit ab. Da kommen wir nicht so rüber, wir müssen von der anderen Seite. Guck, das wäre genau der Weg gewesen, wo ich gerade eben landen wollte. Nämlich an der Klippe entlang. Wir springen hier nicht runter, das ist unser Tod. Ja, lass erstmal zur Relaisstation 6 gehen. Das ist Wasser, wir könnten da runter springen. Und wer weiß, vielleicht muss man ja auch erst 6 aktivieren, damit man den Strom dafür hat. Ich weiß nicht, wo du jetzt wieder hingesprungen bist, ne? Ich bin schon beim Schild. So, dann lass jetzt erstmal zu der 6er gehen. Hier sind nochmal wieder Bienen, also ist ja auch ein Bär. Vermutlich. Ich glaube, das ist sogar das Feld, wo ich gerade eben war. Sammel du die Waben, ich sammle die Bienen ein. Na komm her. Scheinen ja nicht viele Waben hier zu sein. Ich habe nur 2 Orte gehabt jetzt Hab's hier. Ja, es sind immer genauso viele Waben da wie Bienen. Nee, es sind an sich... Eben bei dem vorherigen Feld waren 2 Bienenschwärme und 3 Waben. So, dann gehen wir jetzt hier mal die Klippe hoch. Oh, hier sind wieder ein paar Bären, die nehmen wir mal mit. Lol, ich kann den Stein halt wirklich werfen. Ich habe ein Sofa gefunden. Och nee, ein Sofa. Steht sogar was. Ein Rosa... Rosa is always... something mostly right. Except when Diana says otherwise. Lydia makes the sentence, the rules unless. Bei Rosa is always and sometimes durchgestrichen und bei Lydia the sentence. Das hat bestimmt irgendeine Bedeutung, dass das durchgestrichen ist. Gehen wir jetzt mal wieder hier hoch. Wo kommen wir denn am besten gerade hoch? Hier. Warte mal. Wir sollten eventuell zumindest einen Screenshot eben kurz von dem Schild hier mitnehmen. Das überlasse ich dir, weil, ja. Keine Ahnung. Getroffen. Was machst du da oben? Dir Steine runterwerfen. Diesmal bin ich der Kackvogel. Ja, nur dass du keinen Schaden damit machst. Ja, vermutlich einfach nur, weil du Team Damage aus hast. Du kommst nicht mal so hoch. Natürlich habe ich das ausgemacht. Willst du mich auch noch zusätzlich als Feind haben, wenn hier eh schon 10.000 Bären rumrennen? So. Wollen wir rechts rum oder links rum? Links rum. Einfach. Ich würde einfach mal rechts sagen. Nee, links rum hat das Schild gezeigt. Ja, aber hier rechts ist vielleicht noch irgendwas. Links ist ein Bär. Und rechts ist vielleicht irgendein Hinweis oder sonst was. Ich hab grad anderwertig zu tun. Auf jeden Fall hat der große Bär, zumindest vermute ich, dass er größer war, auch mehr Schaden gemacht. Mir hier um mein Leben gekämpft. Irgendwo hier habe ich noch einen Pfeil in den Boden gesammelt. Das doof ist, ich habe hier in der Höhle. Wir brauchen hier ein Schwert oder sowas, um in die Höhle zu kommen. Ich habe Bienen gefunden. Und wir haben uns wieder verloren. Ja, ich kann ja zum Schild zurückrennen.
Das heißt, hier warst du auf jeden Fall nicht. Ich glaube aber, dass ich die Relaisstation auch schon sehe. Mich würde es nicht wundern, wenn wir hier vielleicht sogar das Rezept fürs Schwert bekommen. Weil ja, hier gibt es halt eine Höhle, brauchen, wo wir so nicht durchkommen. Ja, dann hast du doch nochmal so einen Beweis, dass wir eh nochmal zum Schiff müssen. Ich finde es nur traurig, dass wir hier nirgendwo Holz abbauen können. Das kann man teilweise. Die ganzen kleinen Tannen kannst du alle abbauen, die hier rumstehen. Hier stehen kleine rum. Zum Beispiel direkt am Schild steht eine. Zurück. Da ist auch wieder ein Bärenbusch. Und da ist halt die Höhle. Hier oben. Da ist ein Schwertsymbol. Ja, mit der Axt funktioniert das halt nicht. Ja, wir brauchen ein Schwert. Und das wird man sich eventuell hier nach der Insel craften können. Und hier, komm mal zurück. Das hier ist ein abbaubarer Baum. Ja, dann nimm den doch mit, wenn du eine Axt hast. Meine Axt ist fast kaputt. Hau trotzdem drauf. Außerdem wollte ich dir zeigen, wie die aussehen. Und hier geht's auf jeden Fall nicht lang. Ja, da geht's zu der Relaisstation. Ja, ich würde halt sagen, zurückgehen und den Weg, den ich anfangs geben wollte. Nämlich den an der Klippe entlang. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre Relaisstation 6 wirklich durch die Höhle erreichbar. Ja, wir müssen zuerst zur Relaisstation 4, wo wir da lang mussten, wo ich zuerst lang wollte. Okay, ich slide hier einfach mal runter. So, hier in der Richtung müsste es ungefähr sein. Ich kann auch schon den Strand sehen. Ja, da ist der Bär. Guck. Ja, der ist garantiert größer. Jetzt geh nicht da hinten zum Sterben. Ich geh da nicht hin, um dich zu retten. Der macht nichts, solange man ihn nicht angreift. Genau wie ich es gesagt habe. Hättest du ihn einfach nicht weiter angegriffen, hätte er dich in Ruhe gelassen. Aber der ist definitiv anders. Okay, da waren wir jetzt zu nah. Wie war das mit der greift nicht an? Er hat nicht angegriffen. Wir sind nur denn am Ende zu nah rangegangen. Und dann hat er angegriffen. Solange wir nicht zu nah rangehen, greift er nicht an. Und geiler SOS-Strand. Nee, das ist nicht der Strand, den ich vorhin gesehen hatte. Wir müssen noch mal einen weiter rechts abbiegen. Aber zumindest haben wir den Bären nicht an uns dran. Na guck, hier den Weg sind wir raufgegangen und da war der Bär. Und wenn wir jetzt hier wahrscheinlich geradeaus weiterlaufen, kommt dann auch mein Strand. Ja, guck, da ist Cusco. Und hier kommt jetzt der SOS-Strand. Da unten durch die Steine zu sehen. Und hier die Klippe, die wollte ich anfangs hoch. Diesen Weg. Nur war ich nie hier gewesen. Weil deine Wegbeschreibung echt scheiße war, genauso wie meine. Versuch mal in dem Wald eine Wegbeschreibung zu geben. Und guck da SOS. Ich weiß, ich sehe es. Sag nochmal, wir brauchen keinen Kompass. Um zumindest zu sagen, ich liege im Norden. Das können wir trotzdem nicht sagen, dann. Weil du weißt nicht, ob du nördlich oder sogar einfach südlich von mir liegst. Ich kann sagen, ich bin nördlich vom Fluss. Hier wollte ich anfangs hoch. Genau hier. Es war die ganze Zeit richtig. Nördlich vom Fluss, das kann auch die ganze Insel im Norden sein. In dem Sinne dann. Hier sind wir wieder einfach bei Relaisstation 2. Da wollen wir ja hin. Wir müssen von dieser Seite da hoch. Von anderen geht's ja nicht. Das wissen wir ja schon.
Ja, jetzt einfach hier von dem Kusko aus hier den Berg direkt hoch, würde ich sagen. Ich weiß wieder nicht, wo du bist. Und ich werde von einem Bär angegriffen. Kusko! Es geht ja, ich weiß aber nicht, wo, ich weiß trotzdem nicht, wo der ist. Vor allem werde ich mal wieder von einem Bär über die ganze Insel gejagt jetzt. Beim SOS-Strand. Ja, den Bär musst du mir abnehmen, weil ich habe 4 Pfeile, damit kann ich nichts machen. Das reicht niemals für den Bären. Alles, was ich machen kann, ist im Nahkampf angreifen, wenn er auf dich geht. Wieso hat der jetzt keinen Schaden gemacht? Ja, wenn du mit dem Feind eh nichts angehen kannst, dann gib die mir. Ich ja, kann die ja wohl noch verwerten. Hier, nimm meine 4 Pfeile. Ja, ich kann sie ja gerade wohl mehr verwerten als du ohne Bogen. Hier, den kannst du ja auch haben. Weil es ist nicht so, dass ich keinen Bogen habe. 4 Pfeile reichen für den Bären einfach nur nicht aus. Du sagst einfach nur die ganze Zeit, ich habe 4 Pfeile. Ich denke, wenn du mir dazu kommst, du hast keinen Bogen. Es war einfach in dem Sinne gemeint, 4 Pfeile reichen für einen Bären niemals aus. Da hast du ein paar Pfeile mehr von mir. So. Wir müssen von hier aus irgendwie nach oben kommen. Ich denke mal nicht, dass wir diese Insel in einem Stream schaffen. An diese Wand erinnere ich mich. Wie gesagt, wenn du versuchst, jemandem im Wald eine Wegbeschreibung zu geben, dann bist du auf verlorenem Posten. Wenn das da oben müsste, glaube ich, Relaisstation 2 sein. Nee, da wo wir gerade hochgucken, müsste eigentlich 4 sein. Ungefähr in der Richtung. Dann müssen wir einfach nur in die Richtung laufen und gucken, wo es da hochgeht. Genau hier. Ich bin jetzt bei der Höhle. Welcher Höhle? Ich habe keine Höhle gesehen. Die Höhle bei dem dicken Bären. Die ich auch noch nicht gesehen habe, diese Höhle. Hier ist Kiste und Bauplan drin. In der Höhle. Das ist das Schild. Das ist das Schildschwert. Beziehungsweise die Machete halt. Ja, das ist das, was wir brauchen. Ja, ich würde sagen, einmal kurz zum Schiff zurück und eine Machete basteln, weil wir sie ja brauchen. Die war. Deswegen musste man den dicken Grizzly ablenken. Damit man in die Höhle reinkommt, die eventuell sein Zuhause ist, I don't know, um an den Bauplan zu kommen. Man braucht. Ich hab schon eine Machete, wir brauchen nichts zurück. Ich hab die einfach bekommen. Guck mal, dann hast du ja eine neue Nahkampfwaffe. Ja, und wir dürfen jetzt den Weg wieder zur Station 6 gehen. Ja, einfach ein Schild suchen und den Schildern folgen. Man kann schon durch. Aber du musst noch ein bisschen was abhauen. Warte mal. Damit wir was sehen. Gut, dass ich die Schaufel mitgenommen habe. Warum kann man hier nicht einfach an der Seite durch? Warum kann man hier an der Seite nicht durch? Frag mich. Da liegt eine Notiz. Junge, Bruno hört sich wie so ein Snob an. Oder betrunken. Du hast einen Hinweis übersehen. Das ist deine Aufgabe. Die Hinweise zu übersehen oder sie zu finden? Sie zu finden. Dann bist du ja eigentlich der Streamer. Ja, Bobby hat sich wahrscheinlich auch über diesen Job gefreut. Hello, wir kriegen jetzt Johnny. Den werde ich... Oh, Brunos Schraubenschlüssel.
Ich glaube, ich spiele im nächsten Stream dann Johnny. Einfach weil er diese schöne Frisur hat. Ich bleib bei der Frau hier. Und der Bierbauch, der macht es. Eins von drei Relaisstationen aktiv. Hier müssen wir auf jeden Fall als letztes nochmal hin. Ich habe den Kraftstofftank gefunden. Johnny. Strom ist das an. Das ist nicht von den hiesigen Items. Was? Der Kraftstrom. Außer du hast ihn instant verwertet. Weil in der T-Liste ist er nicht. Was? Wenn du T drückst und da gefundene Gegenstände, da ist dieser Generator nicht. Also den hast du entweder eingesackt das oder ist ein Kraftstofftank hier. Das ist ein Kraftstofftank-Bauplan. Den Sunny, den müssen wir auch nochmal hier hochlocken, dass er sich den Charakter holt. Also wir machen so oder so spätestens nach der Insel hier Feierabend. Ja, ja, Johnny, red du mal weiter. Jo, hier sind die Fässer alle her. Mann, Johnny, konntest du nicht ein bisschen mehr auf die Natur achten? Hier oben war auch nochmal wieder so eine Lootkiste gewesen, so eine kleine. Und das war's. Station 6 ist fertig. Ja, ich würde generell gern einmal zum Raft zurück. Allein schon, um eine neue Stirnlampe zu machen. Die Materialien haben wir auf jeden Fall. Weil du bist in ein paar Sekunden genauso blind wie ich. Ja, du bist blinder als ich, weil ich habe die Schatten aus. Ich sehe ziemlich gut. Ja, ich spiele realistisch. So, jetzt ist die Lampe auf, futsch. Tut mir leid, dass mein PC nicht realistisch spielen kann. Ich habe einen Bärenkopf. Ja, da drüben ist die blöde Relaisstation, zu der wir hin müssen. Ich bin jetzt einer von euch, Bären. Ihr müsst mich in Ruhe lassen. Ich würde sagen, der schnellste Weg zum Raft. Wo hast du den Kopf her? Ich will auch. Einer der Bären hat ihn mal zufällig abgedrückt. Also ist es glückbasiert, ob man den bekommt. Ja. Nur bei den Kugelfischen kriegst du den immer. Und Hai. Oh, man sieht hier gar nichts in der Höhle. Das ist eine Schlucht, wo wir direkt zum Raft kommen. Autsch, man kriegt doch etwas Fallschaden, wenn wir da runterspringen, aber... Half-Life, überlebt man gut. Hast du dich auch entschieden, da jetzt runter zu springen? Ja, hast du. Ich habe keinen Schaden bekommen. Ich habe Half-Life bekommen. Ja, wahrscheinlich hast du irgendwie einen Stein noch getroffen. Nee, ich bin einfach ins Wasser gefallen. Da war nichts, was ich getroffen habe. So, magst du mal hier... Ach, hast du schon. Man muss die Dinger da nicht reinwerfen. Die werden direkt freigeschaltet. So, Biokraftstofftank. Spezielle Wecke zur Aufbewahrung von Biokraftstoff. Davon sollten wir auf jeden Fall einen machen. Ja, also ich habe dreimal Biokraftstoff. Und die Macheten? Boah, kosten die viel. Zwei Metallbahnen, zwei Bolzen, drei Schrott und zwei Seile. Aber ich würde sagen, dass ich eine gerade bekommen habe. Da würde ich sagen, da würde ich echt sagen, wie gut, dass ich eine Gratis-Machete bekommen habe. Ich leg mich hin. Und guck's meinen schönen Rücken an. Willst du es jetzt ernsthaft anders rumdrehen? Das ist nicht dein Ernst, oder? Bitte patz da nicht hin. Ich stell mich da auch rein. Mann, verpiss dich da! Ich hab nur schon Probleme, das Ding gerade aufzustellen. Du bist echt eine Diva. So, jetzt... Ey, sie ist andersrum. Wenn Sunny da liegt, muss ich seine Füße angucken. Das ist auch nicht angenehmer. So, die sind auf jeden Fall fertig. Da brauchen wir gar nicht lange drüber nachdenken.
Boah, das würde ich echt gerne machen, die Kopfbrühe. Hol dir erstmal die Milch. Ich weiß, das ist das Problem. Also explosive Pulver, also den Netzkanister können wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, wir könnten beides machen. Wir könnten den Cusco da hinten einsammeln. Ja, aber... Der würde, der würde uns sterben. Der würde wegsterben, 100 pro. Wir könnten, glaube ich, den Sprinkler machen. Und eine Wiese auch. Der braucht ja nur eine einzige Wiese. Ein Cusco. Ja, du brauchst eine Batterie dafür. Wir haben noch eine volle. Ich glaube, der Hai greift halt wirklich nur an, weil wir uns gerade auf dem Raft befinden. Ja, unser Raft wäre längst kaputt. So. Es fehlen nur die Metallbahnen. Darf ich einmal kurz an das Metallerz drin ran? Ja, damit wir auch so ein Schmiedi mit... ein Cusco mitnehmen können. Wir brauchen generell wieder Metallbahnen. Auch schon allein, um Waffen herzustellen. Du brauchst für jede dieser Waffen Metallbahn für die guten. Außer du willst den Holzspeer machen. Aber dafür würde ich gerne die Planken nicht benutzen. Ich würde die wirklich so gut es geht aufsparen. So, den Bauplan kann man auch wegwerfen. So. Also die Wiese, die sollten wir eigentlich auch ohne Probleme machen können. Ich hab schon eine. Eine Leiterplatte. Wir haben schon alles. Wir müssen ihn nur noch fangen. Und den Tank vollfüllen, der ziemlich viel Süßwasser braucht. Ich würde die Batterie erst dann reintun, wenn da auch ein Lebewesen dran will. Sonst macht er das unnötig. Ja, aber jetzt können wir uns den holen und damit Wolle kriegen. Und mit der Wolle stehen uns die Rucksäcke frei. Und mit den Rucksäcken haben wir, glaube ich, weniger Probleme. Das würde ich nicht sagen. Wir haben dann nur weniger Platzprobleme in unserem Inventar. Ja, aber das ist ja vor allem auch auf solchen Reisen immer ein ziemliches Problem. So, die Planken, die werden jetzt nur fürs Essen genutzt. Und wo soll ich den blöden Biokraftstoff hinwerfen? Hast du den jetzt hier rausgeholt? Ich habe ohnehin noch Biokraftstoff gelootet. Den Honig packe ich jetzt mal hier hin. Man kann zwei Honig reinpacken. Weil ich würde lieber diesen Biokraftstoff verwenden, später für die Dinger. Als die Holzplanken. Wahrscheinlich ist das auch effektiver. Man kann die Motoren auf jeden Fall Biokraftstoff nutzen. Ja, genau dafür würde ich dann lieber Biokraftstoff nutzen, damit wir unser Holz nicht so extrem verbraten. Dafür brauchen wir aber extrem viele Rüben oder sowas. Die wir aber auch zum Kochen brauchen. Also wollen wir denn jetzt nochmal auf die Insel? Ich würde gerne erstmal ein bisschen was an Essen herstellen. Den Schrott nehmen und auch in die... hier und zack. Netzwerfer bereit. Muni, ist die auch bereit, die Muni? Ja, sehe ich gerade bei dir. Ja, ich habe sicherheitshalber drei. Sagen, anders können wir dieses Pulver ja eh nicht verwerten. Damit würde ich sagen, geht's jetzt... Los, muss man das nicht irgendwie noch absperren hier?
die Wiese? Ich weiß nicht. Ich glaube ja, dass das irgendwie ich mit einer einzäunen muss. Ich habe keinen Hammer. Warte, ich guck gerade, ob darunter überhaupt ein Zaun war. Ansonsten eventuell hier mit diesen Fenstern wäre eine Idee. Oder nimmst direkt die kleinen Wände. Ja, hier Holzzäune. Ich denke mal, durch den Sprinkler passt er nicht durch, ne? Doch, gerade so. Ja, ein Holz noch, dann kann ich da den Zaun zubauen. Dann können wir den dahinter hinpacken. Hinterher, wir nehmen den mit, sobald wir die Insel verlassen. Weil ganz ehrlich, so würde er uns wegsterben. Leg dich pennen, damit unser Holz wachsen kann. Ich muss ihn nicht mehr im Schlaf angucken. Aber ich kann dir dafür in deinen Hintern furzen. Das stört mich nicht, da rieche ich's nicht. Ich drück ihn dir durch den Darm nach oben in die Nase. So funktioniert Biologie nicht. Lieber Timmy. Der muss noch einen höher wachsen. So, in die Richtung muss ich. Ich muss hier den Berg einmal hoch. Ich gehe jetzt das Scheißding abschießen. Ich kann mir halt auch nichts anderes mehr vorstellen. Stein ist ja definitiv vorstellbar. Da waren ja auch Steine, 5 Stück oder so. Die waren ja auch genau da, wo man zur 6 und zur 4 hinkommt. So, jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Wow, Steine holen. Und am Verdursten. Ja, Schalter abschießen war's. Dann warte aber auf mich. Wir hätten es uns so einfach machen können. Ich sehe den Hai von hier oben, ne? Ich kann da gerade nichts machen. Dann entfernen wir halt eine Plattform. Ja, ich guck gerade, wo mein Pfeil hingeflogen ist. Ey, wir hätten es so einfach machen können, ne? Einfach einmal rüberschießen. Ich warte auf der Relaisstation, weil dann kann ich... Tja, ich würde sagen, die Steine waren definitiv der Hinweis dafür, auf den wir nicht geachtet haben. Ja, die Steine stattdessen einfach benutzen, um uns gegenseitig zu bewerfen, anstatt dass wir das Teil bewerfen. Also ich warte hier oben bei der Relaisstation, warte aber auch mit dem Anmachen. Schade, bis du hier bist. Aber was sammelbar ist, nehme ich dann schon mal mit. Ja, ich bringe wahrscheinlich auf dem Weg dahin 1-2 Beeren mit, wenn ich Pech hab. Muss saufen. Okay. Ich habe einen Hinweis gefunden. The kids are fighting. Hier oben ist auch nochmal sowas mit Relais. Treibstoffrohr! Ja, da, ich glaube, das ist, damit wir halt denn einfach von unserer Dingens, unserer komischen Produktionsstation da irgendwie in dieses Lager machen können und vom Lager aus dann verteilen. An Motoren und sowas. Okay, ich habe den Code für die nächste Insel, das war das Einzige, was man damit holt. Wie war das? Du wartest damit, den Strom anzumachen? Ja, da war nichts großartig. Und hier war nur ein Code. Und wofür habe ich jetzt extra den Weg hier hoch auf mich genommen? Wir müssten nochmal zu der Ranger-Station, die Werkzeuge. Hier war keins. Soll ich dir übrigens sagen, was hier oben war? Was? Eine Karte von der ganzen Insel. Und der Totenkopf ist garantiert der Bär. Mhm. Also ist es tatsächlich, wie ich gesagt gedacht habe, es gibt nur einen und man kann ihn nicht töten. Hier war noch der Hammer. Wollen wir dann die Werkzeuge wegbringen zu der Ranger-Station nochmal? Hier war nichts Großartiges. Hier war halt wirklich nur Werkzeug, 2 Hinweise und ein Bauplan.
Also nichts, wofür es sich jetzt lohnt, extra nochmal hier hinzukommen. Ich war jetzt aber schon da oben. Und ich habe jetzt gerade den Berg von ganz oben nach ganz runter geslidet, um den Berg, um den normalen Weg wieder zur Ranger-Station hochzulatschen. Ich weiß nicht, warum du gerade eben Fallschaden bekommen hast, ne? Wir brauchen noch eine Glühbirne. Hinweis aufnehmen. Wofür brauchen wir eine komische Glühbirne? Hohe Weihnachten aus dem Nächsti-Korea-Zwinglinge. Und das ist doch ein schönes Bild. Hier für den Kameraden hier vorne. Für wen? Hast du den Typen mal im Eingang nicht gesehen? Der will eine Glühbirne. Das ist kein Typ, das ist... Ich weiß, dass das ein Dummy ist. Das ist ein Vogelkäfig mit Stöcken und Stoff. Sowas nennt man Dummy. Na, sowas nennt man Vogelkäfig mit Stöckern und Stoff. Ist uns aufgebaut, als soll es Menschen darstellen. Das nennt man dann Dummy. Gott, ein Menschenersatz. Aber keine Glühbirne irgendwie gefunden? Weil in das Ding wird doch nicht grundlos da stehen. Die Balboa-Karte gibt auch keinen Hinweis. Hast du die Höhle komplett durchsucht, wo du die Machete gefunden hast? An sich ja. Weil kann auch sein, dass da die Glühbirne gelegen hat. Ich habe da nichts gesehen außer dem Bauplan. So, dann gehe ich jetzt eben kurz noch Cusco einsammeln. Und dann können wir auch für heute Schluss machen. Hallo, hallo Cusco. Na? Freust du dich? Damit kriegen wir endlich unsere Wolle und unseren Rucksack. Ich weiß nicht, wie der Bullet Drop von dem Scheißding ist. Einfach nah rangehen, raufschießen. Ups. So, du kommst mit. Oh, ich sehe nix. Ey, Haustier umbenennen. Cusco. Den nächsten benenne ich. Ja, aber dann kein GLP-Fandom. Ich habe keinen Plan, welche Namen er all seinen vielen Lamas gegeben hat. Nee, die haben irgendwie gefühlt 30 Lamas, als wenn ich wüsste, wie sie jeden einzelnen genannt haben. Wenn da ein Bär ist, musst du kämpfen. Oder du rennst einfach. Die Bären sind nicht schneller als du. Müsste in der Richtung ungefähr gewesen sein. Muss ja so wobei ich sagen muss, das macht eigentlich absolut keinen Sinn, dass die Bären nur genauso schnell sind wie ein Mensch. Da ist der Ausgang. Ey, hätten wir einmal drauf geachtet, dass wir das abschießen müssen, ne? Wir wären schon vor einer halben Stunde fertig. Ich glaube, wir wären sogar noch schneller fertig gewesen. Allerdings wären wir nicht vor dem Terror fertig gewesen. So, Cusco, ich bring dich nach Hause. Der Terror muss sein, wenn einer einfach blindlings drauf losrennt. Ich würde übrigens mehr als eine Wiese machen, damit der stets was zu essen hat. Ich weiß ja nicht, wie viele Teile das Ding bewässert. Willst du den Käfig hier vorher erstmal zu Ende fertig machen? Wir haben kein Holz. Guck mal nach rechts. Du hast eine Axt. Habe ich das? Ich habe aber gerade keinen Hammer zur Hand. Warte mal, gib mir das, schmeiß das Holz hin und dann nimm du ihn mal eben kurz in die Hand.
weiß nicht, ob ich ihn in die Hand nehme. Ich kann ihn hinsetzen, dann kannst du ihn instant aufheben. So, Käfig ist fertig, rein mit ihm. Und da muss die Batterie rein. Ich hole sie schon. Keine Sorge. Der soll ja nicht verhungern. Wo haben wir die reingetan? Ich nirgendwo, muss ich sagen. Zur Not mache ich eine neue. Wahrscheinlich hast du sie vercraftet. Ja, noch hat er ja Essen. Schere ist übrigens bereit, ne? Schuhe! Hast du dir sogar schon genommen. Ja, muss nur der Kofferbahn eben kurz hier schmelzen. Das können wir ja auch erlernen. Wir können einen Lederhelm machen. Ja. Eine Lederweste können wir auch machen. Wir können endlich Rüstung machen mit Wolle. Und einen Rucksack. Das Wichtigste von allen. 2, 6. Ach Gott, wir müssen den 6-mal scheren pro Rucksack. 2, 6. 4. Darf auf jeden Fall nie 8. den Kopf hängen lassen. Wenn den Kopf hängen lässt, dann ist er tot. 2000 Meter werden es beim nächsten Mal. So, ich warte nur, dass das Kupfer hier fertig ist, dann kann ich die Batterie auch reinpacken. Ich hoffe, du bist glücklich. Cusco. Selbst wenn er sterben sollte, ist der nächste meiner vom Namen her. Ich würde das Käfig aber wirklich gerne größer machen, weil das ist nicht artgerecht hier. Das Käfig. Das ist ein 1x1. Das kann man nicht artgerecht nennen. Ja, aber... Es ist doch nicht das Käfig, es ist wenn dann das der Gehege. Käfig. So, der Sprinkler hat auf jeden Fall jetzt Strom. Aber er ist irgendwie nicht an. Ja, momentan muss es ja nicht. Ach stimmt, der sprenkelt ja nur, wenn es muss. Richtig. Und solange der Sprengler aktiv ist, brauchen wir eigentlich nicht mehr. So, Treibstoffrohre? Ich meine, der hat doch genug Auslauf. Der hat doch definitiv genug Auslauf. Treibstoffrohre. Ich wette mit dir, wir können noch 2 da reinstopfen. 4 Schrott. Mach ich einmal. Warum? Wie muss man das denn da dran packen? So? Ich glaube, das geht nicht. Doch, das geht so, guck. Daran machen kann man es ja, aber... Nicht an den Dingens. Dafür hast du doch diesen Biotreibstofftank hier. Guck den. Ja, und da wirft man den Biotreibstoff rein. Warte, und dann... Biotreibstoff und wo ist der Tank hin? Glaubst du jetzt immer noch, wir sollten die auf beiden Seiten haben, die Motoren, und nicht auf einer Seite, weil dann brauchen wir wesentlich mehr Rohre. Wir haben keinen Tank dafür. Wir haben nie einen Tank dafür hergestellt. 10 Planken, 6 Shots, 2 Bolzen. Der kostet Ressourcen. Und zigtausend Kunststoff. Ja, wie gesagt, den Gehege würde ich gerne größer machen, weil... So finde ich das gemein gegenüber dem Tier. Nur weil du es gemein für das Tier findest, heißt es nicht, dass wir 90% unserer Ressourcen für das blöde Tier opfern können. Ich will ja nur, dass es wenigstens einen Teil mehr hat, damit es sich wenigstens ein bisschen bewegen kann. Kann es doch. Ja, guck mal, das ist doch einfach nur gemein. Ich weiß auch nicht, ob der genau das frisst, worauf der auch gerade steht, ne? Doch, tut er. Das sollte eigentlich so funktionieren. Er sollte eigentlich kein Problem haben. Ich glaube, man kann sogar einfach 2 hier reinstopfen oder sogar 3 oder 4. Warte mal, mich interessiert was. Man kann die Köpfe da reinpacken.
Dann haben meine Haie doch Bedeutung in Zukunft. Jo, die Köpfe machen das ja instant voll. Ja, und benötigt dann sonst nur Honig, ne? Na gut. Also, da war schon zwar was drin, aber ich habe einen Wildschweinkopf da reingehauen. Das war, ist von fast leer bis fast voll. Bis ganz voll sogar. Weißt du was? Einfach als Abschluss für heute. Hast du noch dein Steak? Hast du schon gefuttert? Ja, habe ich, weil ich die ganze Zeit am Hungern bin. Komm, einfach um den heutigen Abend abzuschließen. Das war doch ein erfolgreicher Abend. Ah, lecker. So. Wieso habe ich jetzt nochmal die Befreimöglichkeit? Ja, das war ein interessanter, nervenaufreibender Abend. Und ich bin beim nächsten Mal Jones. Oder wie hieß der nochmal? Kein Plan. Johnny hieß der. Johnny hieß der. Ich bleib bei Thaler. Ich bin Johnny. Ja, den Sunny, den locke ich entweder aufs Kinder hin oder beim nächsten Stream, dass er den Johnny auch hat. Ja. Der sollte ja beim nächsten Mal wieder auf dem Raft spawnen, wenn er dabei ist, solange wir noch nicht weggefahren sind. Solange wir noch nicht wegfahren, spawnt er immer beim Raft. Er spawnt auch so immer beim Raft, aber solange wir nicht wegfahren, spawnt er halt bei der Insel. Naja, jedenfalls, ich hoffe, dass an dieser Stelle jedem der Stream gefallen hat. Für YouTube habe ich 100% diese Insel krass zusammengeschnitten, weil das sonst einfach nur Quinsch für alle angucken wäre. Allein wie lange haben wir gebraucht, bis wir endlich gecheckt haben, wir müssen den Scheißschalter abschießen. Das war ja sogar meine erste Vermutung, aber wir haben sie nicht umgesetzt. Ich hoffe, dass trotzdem jedem von euch der Stream gefallen hat, ne? Und an dieser Stelle verabschiede ich mich dann jetzt. Tschüss!